Lufthansa schaut sich noch einmal ganz genau den Airbus A320neo und auch die 737 MAX an. Die möchten eine dreistellige Anzahl an Kurz- bzw. Mittelstreckenflugzeugen kaufen. Dass sich jemand auf die Seite der Boeing 737 MAX stellt, das ist eine Nachricht, die gab es in den letzten Wochen eher selten. Das war doch jetzt eigentlich immer ganz genau das Gegenteil. Ist es deswegen eine überraschende Nachricht? Nein, nicht wirklich. Aber man kann mal drüber sprechen. Und das machen wir jetzt und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Nachricht, die kam erst heute. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat gesagt, dass man das Vertrauen in den Flugzeughersteller Boeing nicht verloren hat. Ja, natürlich hat man das nicht. Und man ist auch davon überzeugt, dass man das aktuelle Problem lösen wird. Dazu gab es auch die Information, dass man im nächsten Jahr, also das Ganze ist auch noch eine Weile hin, aber dass man da eine Entscheidung treffen wird über die Bestellung einer dreistelligen Anzahl an Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Und dafür schaut sich die Lufthansa jetzt nochmal ganz genau den für sie schon bekannten Airbus A320neo an, aber auch das direkte Konkurrenzmodell von Boeing, also auch die 737 MAX. Die Boeing dann ja hoffentlich auch wieder irgendwann liefern kann. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Diese neuen Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, die sollen dann die Maschinen vom Typ Airbus A319 bei der Lufthansa bzw. innerhalb der Lufthansa Group ersetzen. Die Lufthansa Passage hat davon etwa 30 Maschinen in der Flotte. Innerhalb der ganzen Lufthansa Group sind es dann aber 120 Maschinen des Typs. Und auch die Canadair Jets der Lufthansa Cityline, die sollen dann durch die neuen Flugzeuge ersetzt werden. Davon hat man aktuell noch 35 Maschinen. Gerade bei einem solchen Auftrag nutzt die Lufthansa natürlich ihr Auftreten als Lufthansa-Gruppe. Also ganz wichtig, hier kauft keine Lufthansa-Passage eine dreistellige Anzahl an neuen Flugzeugen, sondern das ist die Lufthansa Group, die hier einkaufen wird. Das ist ganz wichtig. Und damit wird aus der ganzen Geschichte natürlich direkt mal ein wirklich prestigeträchtiger, riesiger und auch sehr wichtiger Großauftrag für einen der beiden Hersteller. Aber gut, so kommt man jetzt mit den eben erwähnten 35 CRJ900 der Lufthansa Cityline auf insgesamt 150 Flugzeuge, die hier auf kurz oder lang durch neue Maschinen ersetzt werden sollen. Dazu mal ein paar Fakten und hoffentlich interessante Gedanken. In der Lufthansa Passage sind also zum aktuellen Zeitpunkt noch etwa 30 Maschinen vom Typ A319 unterwegs. Da kommt das älteste Flugzeug noch aus dem Jahr 1996, ist also durchaus schon eine Weile her, nicht mehr das jüngste Flugzeug. Im Schnitt sind die 30 Maschinen vom Typ A319, also die 30 Maschinen, auf denen auch wirklich Lufthansa draufsteht, die sind im Schnitt 17 Jahre alt. Die jüngste Maschine, in Anführungszeichen, die kommt aus dem Jahr 2009. Innerhalb der gesamten Lufthansa Group bilden diese Maschinen aber auch tatsächlich den ältesten Teil der A319-Flotte. Also neue Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge werden ganz sicher nicht nur zur Lufthansa als erstes kommen, weil das die Premium-Marke der Lufthansa Group ist, sondern auch, weil dort die ältesten Maschinen jetzt irgendwann mal ersetzt werden müssen. Schaut man jetzt nur auf das Alter, dann würde die Fluggesellschaft Swiss als nächstes auf der Liste stehen, denn die haben auch noch einige alte A319 aus den frühen 2000er Jahren in der Flotte. Bei den CRJ900 Jets der Lufthansa Cityline, da sieht das noch gar nicht so sehr nach neuem Bedarf aus, denn die Maschinen sind im Schnitt nur etwas mehr als 10 Jahre alt. Eine wirklich lange Lebensdauer hatten Flugzeuge dieser Reihe allerdings noch nie bei der Lufthansa und es gibt wahrscheinlich auch ganz einfach viel zu viele gute Alternativen. Zum Beispiel eben die 737 MAX oder den A320neo. Das sind dabei natürlich deutlich größere Flugzeuge. Der A320neo wird bei Lufthansa mit 180 Sitzplätzen ausgestattet. Der hat dann auch diese schöne Toilette hinten in der Galley drin, damit auch wirklich 180 Sitze reinpassen. Damit würde man dann kapazitätsmäßig zumindest direkt mal zwei CRJ900 ersetzen, aber eventuell überwiegen dann die Vorteile einer einheitlich gestalteten Flotte bei der Lufthansa. Vielleicht muss das Streckennetz ja sowieso noch überprüft werden. Einige Strecken fallen dann eventuell ganz weg, andere werden auf andere Gesellschaften innerhalb der Gruppe umgelagert oder Strecken werden einfach nicht mehr so häufig bedient mit den größeren Flugzeugen. Da wird es schon Möglichkeiten geben. Aber wenn ich jetzt schon sage, einheitliche Flotte, dann ist doch absolut klar, dass es nur der Airbus werden kann. Nee, so ganz richtig ist das natürlich auch nicht, denn die Lufthansa ist mit knapp 300 Flugzeugen in der Flotte und die Lufthansa Group mit über 760 Flugzeugen, die sind durchaus in der Lage, eine vernünftige, funktionierende Europaflotte auch auf mehr als einem Flugzeugtypen aufzubauen. Nichtsdestotrotz glaube ich zumindest, dass der Plan für die nächsten Jahre auf jeden Fall schon mal so ein bisschen darauf aufgebaut wird, dass man alles etwas mehr vereinheitlichen wird. Denn so viele verschiedene Flugzeugtypen aus so vielen verschiedenen Zeiten, wie sie innerhalb der Lufthansa-Gruppe unterwegs sind, das findet man wirklich
wirklich selten und das bringt natürlich einige technische, aber auch organisatorische, operationelle Herausforderungen mit sich. Dass hier an dieser Stelle also immer weiter investiert und immer weiter optimiert wird, das ist schon mal gar keine Frage. Das sollte aber auch selbstverständlich sein. Die Lufthansa schaut sich hier dauerhaft ganz aktiv an, was funktionieren kann und was man eventuell noch verbessern kann. Und da kommt man auf kurz oder lang natürlich gar nicht um irgendwelche Großbestellungen bei Airbus oder Boeing drumherum. Die Frage ist nur, wo man jetzt bestellt. Gerade wenn es jetzt halt eben um die Standardrumpflugzeuge geht, also um die A320 bzw. um die 737-Familie, da liegen bei Airbus und Boeing zusammen deutlich über 10.000 Bestellungen für entsprechende neue Flugzeuge und da muss man sich natürlich irgendwann mal auf die Liste schreiben. Bei Lufthansa ist es sicherlich so, dass die da einen sehr guten Standpunkt haben und ganz sicher nicht als 10.000ster auf dieser Liste auftauchen werden. Die stehen ja auch schon auf den entsprechenden Listen drauf. Aber gerade wenn es um diese große Anzahl an Flugzeugen geht, da muss man sich das schon mal einige Jahre vorher überlegen, was man da genau in Zukunft haben möchte. Und gerade weil das so ein langfristiger Prozess ist, lässt man sich bei dieser Entscheidung sicherlich nicht davon beeinflussen, was gerade aktuell bei Boeing abgeht. Sondern viel besser, vielleicht ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal bei Airbus und bei Boeing anzurufen. Ihr versteht wahrscheinlich noch viel besser, was ich meine, wenn wir uns mal ganz kurz die Aktien der beiden Flugzeughersteller angucken. Die Boeing-Aktie machte in den letzten Tagen und Wochen einen ganz großen Schritt nach unten. Bei Airbus sah es genau anders aus, die Aktie machte einen großen Schritt nach oben. Und das ist ganz bestimmt nicht so, weil die in den letzten Wochen damit angefangen haben, sehr viel bessere Flugzeuge zu bauen als Boeing. Und auch wenn es jetzt aus der in Anführungszeichen einfachen Passagiersicht vielleicht nicht wirklich nachvollziehbar oder sogar etwas überraschend ist, dass man sich jetzt auf die Seite des, Vorsicht, jetzt kommt eine Bezeichnung der Bild-Zeitung, auf die Seite des Todesfliegers stellt, naja, da ist es doch eigentlich gerade jetzt klug, sich in der aktuellen Lage bei beiden Herstellern mal in die Schlange zu stellen. Airbus kann eventuell gerade richtig gute Preise für ihren A320neo verlangen, vor allem dann, wenn das Flugzeug vielleicht sogar die 737 MAX bei einigen Fluggesellschaften ersetzen soll, also die 737 MAX Bestellung ersetzen soll, die gewisse Fluggesellschaften vielleicht schon vor einigen Jahren getätigt haben. Das ist für Airbus jetzt sicherlich ein lukratives Geschäft, dazu sagen, ey, wenn ihr den A320neo schon in 2 Jahren haben wollt, müsst ihr einfach das und das an Kohle bezahlen. Boeing muss da jetzt sicherlich ein ganzes Stück zurückfahren. Da gibt es gute Gründe für. Ja, und jetzt kommt die Lufthansa um die Ecke, sagt Airbus, was sie bei Boeing für Preise bekommen können. Und dann wird der gesamte Preiskampf zwischen beiden Herstellern direkt mal eine Etage weiter unten angesiedelt und man hat beide Hersteller dort, wo man sie haben möchte. Versteht mich dabei aber bitte nicht falsch. So eine Großbestellung von über 100 Verkehrsflugzeugen, das ist natürlich auch für eine Lufthansa Group kein blödes Würfelspiel. Aber gerade eben die Tatsache, dass Lufthansa nicht nur auf Seite von Airbus stehen muss, nicht auf Airbus-Flugzeuge angewiesen ist. Die Tatsache, dass sie mit beiden Flugzeugen von beiden Herstellern durchaus etwas anfangen könnten, das sorgt dafür, dass die Fluggesellschaft vor den Herstellern in einer hervorragenden Position bleibt. Auch wenn sicherlich innerhalb der Lufthansa Group vieles für weitere Airbusse spricht, zum Beispiel Kommunalität, ein riesengroßer Pluspunkt, gibt es auch einige Sachen, die dagegen sprechen, sich für einen Airbus zu entscheiden. Lieferengpässe beispielsweise oder eventuell sehr, sehr späte Slots, die man nur noch für den Airbus günstig bekommen kann. Aber mal angenommen, da würden jetzt die Vorteile für den Airbus ganz klar überwiegen. Selbst dann fällt eine Boeing selbstverständlich nicht hinten runter, nur weil es da jetzt gerade etwas Kritik in Anführungszeichen gibt. In der Masse der schlechten Nachrichten würde das sicherlich ein paar Leute zum Klatschen bringen, wenn man sich jetzt da als Lufthansa ganz klar gegen Boeing positionieren würde. Aber langfristig wäre das sicherlich eine total miserable Entscheidung, sich jetzt gegen den größten Flugzeughersteller der Welt zu stellen. So viel also erst einmal dazu. Also dann ist die Nachricht doch gar nicht mehr so überraschend, oder? Aber wäre natürlich doch irgendwo interessant, wenn sich die Lufthansa jetzt tatsächlich nochmal für die Boeing 737 entscheiden würde. 737 MAX wird der Lufthansa auch sicherlich gar nicht schlecht stehen und ich denke mal, viele von euch würde das auch sehr überzeugen, wenn die Lufthansa wieder 737 fliegen würde. Aber gut, was die dann letztendlich am Ende des Tages kaufen, das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Zu dem ganzen Thema gab es jetzt also nur mal ein paar Gedanken. Eine Entscheidung, das haben wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, das wird auch noch ein paar Monate auf sich warten lassen. Währenddessen sorgt die Boeing 737 MAX auch noch für ein paar weitere interessante Schlagzeilen, aber auch hier sind es immer noch negative Schlagzeilen für das Flugzeug. Boeing hat wohl das Software-Update jetzt in den nächsten Tagen bereits fertig, kann das dann auf die entsprechenden Flugzeuge aufspielen. Mit China hat sich jetzt das erste Land gezeigt, das ganz offiziell die Zulassung des Flugzeuges auf Eis gelegt hat. Da wird man das Software-Update ganz genau überprüfen, ganz genau alle Faktoren nochmal betrachten und dann entsprechend eine neue Zulassung für das Flugzeug rausgeben. Und auch wenn es da zu dem Thema jetzt noch keine ähnlich drastischen Aussagen von der amerikanischen Luftfahrtbehörde, der FAA, bzw. der europäischen Luftsicherheitsbehörde, der EASA gibt,
da wird es sicherlich auch auf Ähnliches hinauslaufen. Da wird man auch alles nochmal ganz genau überprüfen und für das Flugzeug dann eine entsprechende neue Zulassung aussprechen, bevor man das Ganze wieder von der Leine lässt. Ganz besonders interessant war dann aber nochmal die Nachricht von einer Notlandung einer Boeing 737 MAX. Ist gerade mal einen Tag her. Das kam sogar gestern Abend, glaube ich, kurz an der Tagesschau oder sowas. Da wurde das erwähnt und heute stand das in allen möglichen Zeitungen. Jeder hat davon berichtet, dass es bei der 737 MAX jetzt echt nochmal eine Notlandung gab. Und ich meine, gut, das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Ein aufgrund von Sicherheitsbedenken weltweit gegroundetes Flugzeug hat hier also nochmal für eine Notlandung gesorgt. Wie ist das möglich? Na, es war wieder ein sogenannter Ferryflug, also ein Flug ohne Passagiere. An Bord der Maschine der Southwest Airlines befanden sich nur zwei Piloten. Die Maschine sollte von Orlando nach Victorville gebracht werden, denn dort parkt die US-amerikanische Fluggesellschaft aktuell ihre knapp 40 Maschinen vom Typ 737 MAX. Die Crew brachte das Flugzeug auf eine sichere Höhe, es wurden die entsprechenden Checklisten dazu abgearbeitet und unter Anweisung des Lotsen wurde die Maschine dann einmal linksherum um den Platz geführt und dann gab es eine sichere Landung auf dem Flughafen von Orlando, wo die Maschine jetzt wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile stehen wird. Diese Art von Zwischenfällen gibt es tatsächlich bei so gut wie allen Flugzeugtypen immer mal wieder. Das ist nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Dazu kann es einfach mal kommen und ich würde mal davon ausgehen, dass das jetzt hier wirklich nichts mit den aktuellen Sicherheitsbedenken der Boeing 737 MAX zu tun hat. In vielen Berichten kam das jetzt aber tatsächlich etwas anders rüber, ist aber selbstverständlich auch irgendwo gefundenes Fressen. Aber den beiden Piloten geht's gut, ist gestern alles gut verlaufen, die Maschine stand wieder sicher am Boden. Deswegen das jetzt nur mal so nebenbei. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Schaut gerne mal bei den Aero News Germany T-Shirts vorbei, die es jetzt seit etwa einer Woche neu gibt. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Jonas und an Florian. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr mich jetzt tatkräftig und großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Das hilft mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.